Ja, auf der 63. Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg, liebe Zuschauer, sind natürlich viele, viele Marken und auch kleinere Unternehmen vertreten, die ihre Produkte präsentieren. Wir sind jetzt hier am Stand von Hobbytrade und neben mir steht Jens Pritzke. Herr Pritzke, was ist Hobbytrade und was verbirgt sich dahinter? Ja, Hobbytrade ist ein bekannter dänischer Kleinserienhersteller. Vor ungefähr 3 Jahren haben wir mit der Firma Ade eine Zusammenarbeit angefangen, wo wir im Grunde genommen die Produktion und auch den Vertrieb der wunderschönen Ade-Modelle mit übernommen haben. Bekannt sind wir eben durch unsere hohe Detailgetreue. Deshalb auch die Zusammenarbeit mit der Firma Ade, denn alle, die Herrn Willi Ade kennen, wissen, er hat immer sehr großen Wert auf sehr große Detailgetreue und auch Innovation in der Modellbahntechnik-Welt gesetzt. Was ist denn jetzt besonders zu empfehlen bzw. an Neuheiten von der Firma Ade, die Sie gerade erwähnt haben? Was können Sie dem Modellbahnfreund anbieten? Als Besonderheit und schon sehr lange erwartet haben wir das Modell der DHG 500. Diese Maschine ist schon lange bekannt und gewünscht. Wie gesagt, wir setzen da sehr auf sehr hohe Detailgetreue und ich bin der Meinung, wir haben ein sehr schönes, wunderschönes Modell gebracht. Diese Lok, die Sie gerade erwähnt haben, ist ja auch mit Digitalsteuerung und Soundcoder ausgerüstet? Mit dem Sound sind wir noch nicht so weit. Der wird im Laufe dieses Jahres, werden wir dieses Projekt abschließen. Aber ansonsten ist die Maschine für alle Digitalsteuerung oder Decoderhersteller ausgelegt. Die obligatorische Frage wie immer, was kostet diese Lok und wann wird sie im Handel sein? Also die Lokomotive in der Gleichstromausführung, in der Reingleichstromausführung liegt bei 199 Euro im UVP. Die Version für Wechselstrom liegt bei 239 Euro. Das hängt damit zusammen, dass dann Decoder schon eingebaut ist. Und die Oil Tanking wird jetzt im März zur Auslieferung kommen und im April folgt dann die Ruhrkohle AG und die kleine DH 300. Also gibt diese Lokomotive in verschiedenen Bahnverwaltungen, der privaten sowie auch staatlicher Bahnen? Ja. Was gibt es denn noch so, was Sie uns besonders empfehlen möchten? Ganz neu und von vielen Kunden gewünscht ist der Multipurpose-Wagen zum Transport von Automobilen. Diese Wagen wurden als erstes mal in Schweden verwendet, in der Zusammenarbeit zwischen den schwedischen Startbahnen und Electrolux. Electrolux hat man ein neues Unternehmen gegründet und hat intern für Volvo diese Wagen in Schweden eingesetzt. Späterhin wurden diese Wagen auch für den Transport von Automobilen nach Norwegen genutzt. Weiterhin sind diese Wagen auch bekannt in Deutschland. Und zwar, Volvo hat diese Wagen verwendet für den Transport von Wagen nach Belgien, nach Gent. Weiterhin werden diese Wagen auch eingesetzt für den Transport für Audi und Porsche, und zwar zwischen Ingolstadt und Gürt. Im Personenwagenbereich, was können Sie uns da anbieten? Da haben wir als Neues den Metronom, den Gegenzug jetzt gebracht, und zwar von der Strecke von Hamburg nach Cuxhaven zusammen mit der Diesellokomotive. Auch ein Produkt, was die Kunden gewünscht haben. Und weiterhin auch dänische Reisezugwagen, die auch auf der Basis von Kundenwünschen entstanden sind. Bleiben wir nochmal bei den Güter- oder bei den Autotransportwagen. Die sind im Handel erhältlich und was kosten die? Die sind im Handel erhältlich. Wir fangen an mit der ersten Ausgabe für die schwedische Staatsbahn und die liegen im UVP ungefähr bei 59 Euro. Das ist ja ein recht moderater Preis eigentlich. Und wie sieht das mit dem Metronom aus? Der Metronom, der wird als Set angeboten mit der Lokomotive und wird so im Bereich bei 350 Euro dann liegen. Das war ja sehr interessant, die Neuigkeiten von Ihnen zu erfahren. Klein, aber fein, würde ich sagen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg bei der Messe. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Ja, danke schön.